Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Mittwoch, den 23.09.2020. Meine geliebten Lennys, wisst ihr ja, ne? Heute wieder drei Lennemore-Karten. Die erste, zweite, dritte Karte, welche soll es bei dir heute sein? Entscheide aus dem Bauch heraus, nicht mit dem Kopf, mit dem Verstand. Und natürlich, wie auch jeden Tag, dürft ihr auch alle drei Botschaften euch anhören. Anhören sowieso, aber auch wählen. Oder auch zwei, so wie es gerade passt. Ich starte mit der ersten Karte, mit der ersten Botschaft. Da haben wir den Herzmenschen gezogen. So, und da wir ja, beziehungsweise ich ja immer hier sage, wir sind ja hier viel mehr Frauen, ist die Herzdame sozusagen, die 29, ist auch der Mann. Wenn ihr jetzt ein Mann seid und ihr zuschaut, dann wärt ihr das auch in dem Moment. Und das müsst ihr jetzt auf euch übertragen, ummünzen. Hier ist es auf jeden Fall der Herzmensch, egal ob männlich oder weiblich. Und es kann sein, dass ihr heute wirklich von eurem Partner, Partnerin ja irgendwas Schönes gesagt bekommt, irgendwas Schönes miteinander macht, essen geht zusammen, kocht etc. Oder ihr seid im Urlaub oder macht heute einen Tagesausflug. Auf jeden Fall ist heute der Herzmensch, egal ob Mann oder Frau, ja, ein ganz wichtiger Teil, ja, von dem Tag auch, würde ich sagen. Vielleicht denkt ihr auch viel an ihn oder an sie. Und wenn ihr Single seid, ja, dann egal ob Mann oder Frau, du weißt, du bist in dem Moment jetzt die Fragestellerin, also, und der Fragesteller in einem, kann es sein, dass du ihr oder ihm heute begegnest. Vielleicht habt ihr auch ein Date, vielleicht seid ihr auch online unterwegs und heute ist endlich der Tag, dass ihr euch seht. Oder ihr bekommt durch euer Online-Date viele Nachrichten. Oder es ist einfach ein schöner Tag. Auf jeden Fall, eure Gedanken kreisen heute sehr um die Liebe, Liebe. Was ja auch schön ist, ne? weil der Herzmensch, wenn es einen gibt, dann ist das natürlich etwas Schönes, wenn man an die Person denkt. Und ja, oder wenn man was Schönes mit der Person erlebt oder machen darf oder einen schönen Abend hat nach der Arbeit, wenn man zusammen lebt auch. Und wenn ihr Single seid und ihr euch auch jemanden wünscht und wirklich ist es niemand da, dann seid mal heute ein bisschen achtsamer, wenn ihr unterwegs seid, ob nicht vielleicht irgendjemand sich da entpuppt als Herzmensch. Ne? Wie gesagt, Frau oder Mann, das münzt ihr auf euch um. Vielleicht Arbeitskollege, Arbeitskollegin, vielleicht ein Freund, eine Freundin. Oder beim Einkaufen oder essen gehen, spazieren gehen, beim Hobby, beim Sport. Kann ja sein, dass da jemand lauert, ne? Schaut mal ein bisschen. Und wenn das auch nicht der Fall sein soll, weil ihr sagt, nee, ich bin heute den ganzen Tag zu Hause, also werde ich niemandem begegnen, dann ist ganz wichtig, wenn ihr die Liebe wieder leben wollt, manifestiert es. Manifestiert die Liebe, manifestiert einen Herzmenschen. Stellt euch schon vor, als wenn diese Person schon da wäre, wie ihr euch dann fühlt, was ihr machen würdet an so einem Tag. Das kann euch dann auch nochmal weiterbringen, weil die Energien gehen in die Positivität und gehen in die Wahrheit. Und das kann euch auch nochmal wirklich da ein ganzes Stückchen weiterbringen. Also, liebe Singles, denkt dran. Und an die anderen, macht euch einen ganz tollen Tag mit eurem Herzmenschen oder genießt einfach auch die Botschaften, wenn ihr auch weiter weg voneinander wohnt. Auf jeden Fall geht es heute für mich um die Liebe, Liebe. So, dann haben wir noch die zweite Botschaft. Was haben wir da? Da haben wir den Schlüssel gezogen. Ja, bei dir ist heute alles safe. Der Schlüssel, der schließt ab. Der macht alles wasserdicht. Der macht alles so, wie du es dir wünschst. Wenn du eine Situation heute hast, die schwierig ist, dann vertraue, die wird sich auf jeden Fall gut lösen. Weil der Schlüssel, der sagt auch immer, dass man dadurch auch Erfolg bekommt und das mit Sicherheit. Wenn du etwas heute, ja, ich sag mal, vielleicht hast du auch eine Prüfung oder vielleicht hast du ein wichtiges Gespräch und hast Ängste, Sorgen und denkst dir, ach, das muss unbedingt gut ausgehen. Vielleicht ist es auch ein Banktermin oder so, man braucht einen Kredit oder was weiß ich was oder man braucht eine Zusage für irgendetwas und ist da im Zweifel, ich brauche das unbedingt und ich benötige es unbedingt. Ja, mit dem Schlüssel gelingt es dir. Das ist die Sicherheit. Du bekommst diese Sicherheit, dass das auch positiv auf jeden Fall dann ausgeht. Noch dazu ist der Schlüssel allgemeine Sicherheitskarte. Das heißt, ihr seid in Sicherheit. Ne?
Das, was auf euch heute zukommt, das könnt zukommt, vielleicht gibt es auch eine Situation, die noch gar nicht spruchreif ist, über die ihr noch gar nicht nachgedacht habt, und die kommt auf einmal heute. Und ihr müsst oder sollt eine Entscheidung treffen. Dann könnt ihr diese auch treffen, weil ihr seid da sozusagen auch mit dem Schlüssel geschützt, ne? Weil der Schlüssel gibt euch diese Sicherheit. Und ich finde auch mal ganz schön, wenn man auch das nochmal, weil es eine Einzelkarte ist, auch nochmal anders betrachtet. Der Schlüssel, der schließt entweder ab oder auf. Und wenn wir abschließen, schließen wir auch irgendwo wieder auf. Ne? Denkt auch aber auch mal nach. Vielleicht gibt es auch neue Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch endlich etwas, was ich heute abschließen kann, wasserdicht machen kann, vielleicht auch beenden kann, wo ich ein Ziel mir sozusagen auch verbuchen kann, einen Erfolg auch verbuchen kann. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dieser Aspekt. Und ansonsten kann auch sein, dass ich heute was Neues starte, was ich aufschließe, wo ich die Tür aufmache und was Neues sozusagen hereinlasse oder ich mich in was Neues begebe. Ne? Und wenn man eine Tür aufmacht, dann gehe ich rein. Ich wage mich sozusagen, ich will nicht sagen, zu neuen Ufern, aber es kann manchmal auch sein, dass ich was Neues ausprobiere. Und der Schlüssel sagt aber da auch nochmal dazu, der schließt nicht nur auf und gibt die neuen Möglichkeiten, sondern der sichert mich auch. Und es ist richtig, dann durch diese Tür zu gehen und diese Perspektive auch zu betrachten und auch ja, dafür auch offen zu sein, es anzunehmen. Also der Schlüssel hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Ich mag den Schlüssel total gerne, weil ja, weil es einfach so neue Möglichkeiten auch aufzeigt. Aber auch, wenn wie gesagt, Altes auch abgeschlossen werden soll, und das muss ja nicht immer negativ sein, hilft es dazu auch, endlich da mal einen Punkt dran zu machen. Vielleicht auch eine Arbeitsaufgabe, die du schon die ganze Zeit lange mit dir herziehst und du hast eine Deadline oder so, aber hast keinen Bock auf diese Arbeit und ziehst die bis zur Deadline. Ja, dann mach sie heute zu Ende, weil heute kannst du sie abschließen. Heute kannst du sie wirklich beenden und das im Guten auch, dass du sozusagen nicht nur miesmutig da dran gehst, weil wir haben nun mal im Alltag Aufgaben, die machen wir nicht so gern. Die müssen aber gemacht werden. Ne? Und heute ist dafür auch nochmal ein guter Tag und auch ein Signal, mach es heute, ne? Damit du es zum Ende bringst. So, und die dritte Bote, was haben wir da Schönes? Oder haben wir den Baum gezogen? Ja, für dich heißt es heute, wer sich für die dritte Karte hier entschieden hat, du bist total stabil, du bist in deiner Mitte, alles, was heute auf dich einprasselt, kann dich nicht umhauen. Ne? Der Baum, der steht ganz fest in seiner Wurzel, in seiner Verwurzelung, in seiner Stabilität und du bist heute, wenn ich sagen, die Ruhe selbst, ne? Aber schwierige Situationen oder schwierige Gespräche oder Überlegungen oder, die meisterst du heute, weil du ganz klar auch Entscheidungen treffen kannst, ne? Weil du da wirklich auch in deiner Stabilität, in deiner Kraft bist. Und das soll dich auch noch motivieren heute, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die man mit klarem Verstand auch sozusagen erledigen muss, sollte, wie auch immer, dann ist heute dafür auch ein guter Tag, weil du bist heute da sehr in deiner Kraft und in deiner Mitte und wirst dann auch die Entscheidungen treffen. Das ist, ich meine, das sind ja immer Einzelkarten, deswegen haben die mehrere Bedeutungen. Kann auch sein, dass es heute nicht so ein sehr spektakulärer Tag für dich wird, ne? Weil der Baum, der wächst da vor sich hin, das dauert manchmal ein bisschen länger, meistens. Und es kann auch sein, dass heute auch Geduld auch ein Thema ist, ne? Dass du, ja, entweder es heute einfach ein Tag ist, wo nicht wirklich was passiert, der ein bisschen langweilig ist, ne? Oder wo du dich in Geduld üben musst. Ich sage bewusst wieder musst, weil das ist immer so für mich so ein Trigger. Ich muss nämlich Geduld üben ganz oft, weil ich einfach zu ungeduldig in allem bin. Und es kann sein, dass du heute auf etwas warten musst. Ist aber nicht schlimm. Es wird sich auf jeden Fall klären. Nur du weißt dann heute Bescheid, dass wenn heute nicht alles so schnell vorangeht, wie du es dir vielleicht wünschst und erhoffst, dann weißt du, warum das so ist. Ne? Der Baum, der braucht da seine Entfaltung und dafür ist der Baum stabil. Und vielleicht brauchst du für irgendwas auch eine Antwort, auf die du wartest. Und auch wenn sie jetzt länger dauert, ist sie dann mit, ja, ich sag mal, vielleicht auch mit mehr Bedacht dann auch getroffen und kann auch mehr dann langfristig was beinhalten beziehungsweise auch was Ausschlaggebendes sein und nicht irgendwas, was jetzt hauruck entschieden wurde, was vielleicht übermorgen wieder platzt. Na, das muss man auch mal von der Seite betrachten, dass es auch sehr, sehr positiv sein kann, wenn man auf etwas mal warten muss und mal Geduld üben muss, weil, wie heißt der Spruch immer, gut Ding will Weile haben, ne? Und das ist kein ganz unrealistischer Spruch, weil manchmal braucht es einfach etwas mehr Zeit, damit auch was Gutes zustande kommt, beziehungsweise etwas,
ja, worauf man auch aufbauen kann, ne? Und nicht irgendwie hoppla 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 die hoppt und dann ist es passiert, nur weil jemand darauf wartet. Aber letztendlich ist es gar nicht aus dem Herzen heraus oder es ist auch nicht bewusst entschieden oder bewusst erledigt und auch gut erledigt und auch, ich sag mal, so erledigt, dass man davon lange was hat. Da kommt mir gerade auch mal so in den Kopf. Ja, meine Lieben, habt einen ganz tollen Mittwoch und ich freue mich, wenn wir uns morgen am Donnerstag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.